Herzlich willkommen zu einer 2 Anniversary Edition. Und zwar haben wir mit dem Lord Papst Serra, oder wie für ihr immer ihn gerne nennen wollt, gesprochen, denn er hat einen speziellen Auftrag für uns. Und zwar sollen wir den Granna Saber finden, um natürlich das Böse, also Valmar, besiegen zu können. Und ja, Elena soll uns auf unsere Reise begleiten, beziehungsweise wir müssen Elena auf ihre Reise begleiten, unsere Reise. Und ja, was jetzt ansteht, das weiß ich nicht. Und können ja in die Bibliothek gehen, wo uns, wo Rohan und Merib hier schon ein bisschen lesen. Dieses Skript ist sehr unfamiliär zu mir. Das ist wirklich interessant. Oh, Herr Ryudu, was hat er denn gesagt? Du meinst, was er wirklich aus seinem Mund geredet hat? Nicht wirklich was. Also, er will, dass du das heilige Schwert findest, um den Tag der Dunkelheit, den Aufbruch vom Tag der Dunkelheit Einhalt zu gebieten. Okay. Und der einzige Clou in diesen Wörtern beinhaltet, das heilige Schwert ruht sich im Inneren der Dunkelheit auf. Okay. Du hast etwas anderes darüber gefunden? Nein, nicht hier. Jedenfalls, Mr. Ryu, du hast diese Bücher auch gelesen. Sie beinhalten viele Details über Valmar und Granas. Der Kampf zwischen Gut und Böse, der Tag der Dunkelheit und auch das heilige Schwert. Ach, Essen wartet auf uns in anderen Raum. Okay, dann wollen wir doch einfach mal essen. Einfach mal essen hier. Also so, hier, im Gästezimmer. Und ja, alles soweit gut. Also bei mir jetzt alles gut. Und ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie essen. Oder doch? Okay, dann essen wir tatsächlich hier. Nur ich sehe hier keine Stühle. Okay. Ich habe gehört, das Essen bzw. das Abendessen ist fertig. Es wird sehr bald fertig sein. Bitte warten noch ein wenig. Okay, dann warten wir eben noch ein wenig. Und somit wäre das Essen jetzt fast fertig. Okay. Das ist ein böses Signal. Der Tag der Dunkelheit nähert sich. War was? Dieses Licht? Die Flügel von Valmar. Valmar, hier in der Kathedrale. Jemand, komme. Schnell. Wahrlich, Brot ist das Leben vom Körper, so wie die Erde, wo das ursprünglich kam. Nun, dieses Brot ist deliziös. Mr. Ryudu, willst du das essen? Rohan, Merrick.
Ich werde schauen. Ich werde wegen dieses Schwert schauen. Hab's mir gedacht, dass du es das sagen würdest. Dieses Schwert interessiert mich. Für mich jedenfalls, weil ich es nie gehört habe. Also kommt die beiden mit. Das war jedenfalls meine Absicht. Bitte lasst mich mit euch gehen. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ja. Es ist so, wie Lord Serra sagt. Das hat auch eine Meinung für mich. Bedeutung für mich. Was meinst du? Nun, wie du siehst. Nicht schon wieder. Wir essen. Bitte entschuldige mir. Mir wurde gesagt, dass Valmar in einer menschlichen Form die Kathedrale betreten hat. Hast du irgendwelche verdächtige Personen gesehen? Keine war hier. Bitte entschuldige die Interruption. Ich muss gehen. Sollte Melina sein. Was zum Teufel denkt sie? Okay. Mir spukt hier gerade rum. Ehrlich zu sein, kann ich mir an diese Szene gar nicht erinnern. Ich frage sie hier oben irgendwie im Balkon. Oder beziehungsweise kann. Ja, okay. Melinia. Also wirst du für den Granat selber suchen, richtig, Blut? Du, was zum Teufel machst du hier? Du bist praktisch auf dem Silbertablett von Granas. Oh, als ob ihr mich das ausmacht. Wenn Granas jemals aufwacht, dann kannst du mich ruhig, ja, schlachten. So lange, wie ich dir, folgen kann, Ryodo. Ich denke nicht, dass du darüber nachgedacht hast. Siehst du, wenn wir dieses Schwert finden, dann werden wir es benutzen, um böse Leute zu, ja, zu schlagen. Oh, du machst auf mich Sorgen? Noch keiner war ein Gentleman zu mir bevor. Zuvor. Tu nur das, was du denkst, dass das Beste ist. Ich denke nicht, dass du verstehst, was ich gerade sage, Melania. Mach keine Sorgen. Ich weiß, was ich mache. Okay, das ist merkwürdig. Warum wir wieder in diesem Raum sind? Okay. Sind wir jetzt einfach eingeschlafen? Kann das sein? Okay, da hinten können wir irgendwie wieder rein. Müsste Elena sein, ja. Hallo Elena. Und Lord Serra. Nun, Mr. Ryudo, hast du darüber nachgedacht? Eine Frage. Wenn wir das Schwert finden, wird es dir gehören oder die Kirche? Und wie wird es benutzt?
die Benutzung, die boah, das Wort Purpose. Hauptsache, sage ich, ihr wisst, was dieses Wort bedeutet. Ich weiß es, aber ich weiß den deutschen Begriff nicht. Die Benutzung des Schwert liegt einfach darin, um Valmar zu schlachten, zu besiegen. Als solches gehört niemanden. Und das ist eine große Öffnung, was Granas zu bieten hat. Ich nehme deine Wörter an. Time to walk. Wir werden den Granas selber finden. Aber nicht für Granas oder die Kirche. Ryudo. Sieh nur, ich habe es satt, dass alle hier leiden auf der ganzen Welt. Wenn Granas nichts dagegen tut, dann muss es jemand tun. Nun, nun, Mr. Ryudo. Lena, du solltest auch verlassen. Deine Seele erleuchtet mit Licht. Sei in deiner Mission stark und verachte dein Herz nicht. Ja, Lord Serra. Auf Wiedersehen. Lord Granas hat mit mir letzte Nacht gesprochen. Ich darf es dir sagen. Ryudo muss seine Vergangenheit treffen, um das Heilige Schwert zu finden. Du solltest dich daran erinnern. Ah, und du sollst das hier mit dir tragen. Ich denke, das wird dir als nützlich erweisen. Buch der Priester erhalten. Okay, das ist gut. Elena, pass auf dich auf. Und erinnere dich an unsere Worte. Ryudo, danke. Miss Elena, wir sind wieder zusammen. Unsere Pfade sind wieder eins. Das ist gut. Danke, Leute. Komm schon, lass uns auf den Weg machen. Und das werden wir auch, aber vorerst werden wir uns kurz dieses schicke Buch hier anschauen. Nicht hier, sondern hier Power-Up-Buch. Book of Priests. Wir haben schon einige an Coins gesammelt und Gold. Gold reichlich. Und Earth Forest, Water Blizzard, Water Forest und Mentell können hier mal. Alter, so viel Life ab. Krass. Mentality Leaf oder Mentality könnten mir einige schon geben. Das ist schon krass. Leider können wir nicht so viel ausrüsten. Hier. Da fehlt noch ein vierten Slot. Könnten Mentality machen, aber wir heilen uns eigentlich schon momentan viel. Ja, mein Magic Core war ja generell schon wenig MP hat. Okay, Lord Serra bleibt da oben. Ich nenne einfach mal Lord Serra, weil es einfach zu sprechen ist. Oder ich kann ja auch Papst Serra nennen. Seine Hoheit. Hab's nie gedacht, dass wir jemals wieder zusammen reisen. Ich zähle auf dich, Elena. Okay?
Geht mir genauso. Ryudo, Juan, Marek und auch Sky. Ich zähle euch alle. Dieses Mal, es wird schwieriger sein für uns. Ja, schwierige Zeiten erwarten uns bereits. Das ist richtig. Reisen würde nicht so viel Spaß machen ohne dich, Miss. Aber wohin müssen wir? Das Schwert ist im Inneren der Dunkelheit. Wir können einfach nicht die Tür klopfen, es rausholen und rennen. Mir ist das Heilige Schwert nicht bekannt. Ich erinnere mich. Im Heiligen Buch beinhaltet eine Zeile. Die Leute der Dunkelheit setzen ihr Verschwundenheit, ihr Verstecken im Tiefen der Erde auf, fort. Es ist ein Metapher, oder gibt's da, bietet das mehr Inhalt? Vielleicht sind es diese Leute, wo wir das innere Dunkel finden. Vielleicht, wenn wir die Königreich von Sion, wo ich lebte, besuchen, dann würden wir vielleicht etwas über die Bedeutung der Welt herausfinden. Nein, ich dachte, wir würden dort etwas Nützliches lernen. Etwas über meine Vergangenheit zu konfrontieren, was sicherlich bedeutet, Melfisch. Sicherlich, es kann keiner sein, außer ihm. Nun, ihr beiden, jedenfalls das Königreich von Zirn. Wie ist das so? Dort ist es warm und da gibt es viel Wasser. Sehr gutes Land. Wir brauchen keine Wetterreportage, Kind. Wir brauchen etwas, was uns mehr Hinweise gibt. Und wir würden so gut beim Königreich von Zirum starten. Ja, der Königreich von Zirum liegt im Osten von Santa Mondens. Komm schon, lass uns gehen. Okay, dann wissen wir jetzt eben mehr. Können wir auch nach Osten gehen. Sondern bei Bosset. Hier nach Osten. So. Man merkt schon, wir verbringen die ganze Zeit mit der Story, was natürlich sehr gut ist. Und hier ist Santa Mondens Pilgerort, aber wir sind ja schon fast da. Denn der Königreich befindet ja schließlich schon ganz im Osten am Rande. Und ich glaube, wir sind schon da, wenn wir hier durchkommen. Pilgrim Road.